Bounce. Hey Leute, ich bin's wieder, Race Axel, und grüße euch hiermit recht herzlich zum 18. Video der Reihe Hashtag kleinen YouTubern helfen, und mit dabei ist heute der Crystal. Ja, moin Leute, hier ist Crystal und ich bin jetzt etwa seit 2 Wochen auf YouTube auch aktiv und bräuchte halt auch ein wenig mehr Aufmerksamkeit, sag ich jetzt mal. Okay, gut. Ja, hast ja auch gleich deinen Kanal ein bisschen vorgestellt. Ja, würde ich sagen, können wir auch gleich zu den Fragen kommen, oder willst du noch mal kurz was zum Kanal sagen? Ja, also ich bringe halt hauptsächlich AW-Gameplays und kommentiere die nach mit irgendwelchen interessanten Themen und ja, das ist halt das, was ich gerade so bringe. Okay, gut, also so typisch Commentary-Style. Ja, genau. Gut. Ja, dann kommen wir auch schon zu den Fragen, und zwar, ja, erste Frage, ja, welche Projekte oder Spiele hast du so im Moment auf dem Kanal? Hast du ja ein bisschen schon gesagt. Ja, genau, also ich habe jetzt zurzeit erst 3 Videos insgesamt, weil ich halt erst seit 2 Wochen angefangen habe. Also ich bringe jetzt eigentlich, also ich habe jetzt erstmal vor, hauptsächlich Advanced Warfare zu bringen und dazu halt die Commentaries zu liefern. Okay, ja, gut, hat jetzt auch schon ein bisschen die zweite Frage gleich ein bisschen beantwortet, aber ist ja auch egal. Ja, was hast du denn so ansonsten noch geplant? Gibt's da noch was oder eher nur hauptsächlich AW? Also jetzt erstmal hauptsächlich AW. Also ich würde mich da auch nach den Abonnenten richten. Zum Beispiel auch spiele ich gern Battlefield. Ist ja so das Gegenteil von COD. Also Battlefield 3 oder so. Battlefield 4 finde ich auch ganz cool. Ja, muss ich halt gucken, was die Abonnenten wollen. Okay, ja, stimmt. Gut, ja, dann auch gleich zur nächsten Frage. Auf was zockst du so dann immer, AW oder Battlefield? Ich zock nur PC. Also Konsolen habe ich eigentlich noch nie gespielt, außer PS2, aber ist ja schon ein bisschen älter. Also eigentlich nur PC schon die ganze Zeit. Ja, gut. Und mit was nimmst du da so immer auf? Da ich eine Nvidia-Grafikkarte habe, bietet sich das natürlich gut, Shadowplay zu nehmen, und es läuft eigentlich ganz gut, deswegen benutze ich das. Okay, ja, sehr gut. Habe ich auch schon mal letztens für ein Video benutzt und so weiter. Und es nimmt doch, glaube ich, 720p oder nimmt es sogar auch 1080 auf? Nimmt auch 1080p auf, und das Coole ist halt, dass man 20 Minuten lang immer aufnehmen kann, also im Hintergrund, sag ich mal. Also wenn du ein gutes Gameplay hast, dann kannst du einfach Alt F10 drücken und hast es. Also du musst nie vorher auf Aufnahme drücken und hast dann im Hintergedanken, scheiße, jetzt muss ich ein gutes Gameplay erspielen, weil ich gerade auf Aufnahme gedrückt habe. Also das ist halt ganz gut an dem Programm. Okay, cool. Ja, das ist ja super soweit. Und gut, ja, dann kommen wir auch gleich schon mal zur nächsten Frage, und zwar, ja, was hast du so im Moment, ist so dein Lieblingsspiel, was du am liebsten zockst, so privat oder auch auf dem Channel? Also, ja, also zurzeit ist es halt eigentlich wirklich hauptsächlich nur AW. Ja, okay. Ja, macht dir Spaß und so weiter, ja. Bist auch gut drin wahrscheinlich, oder? Ja, also eine DNA-Bombe habe ich halt jetzt noch nicht erspielt, dazu habe ich auch ein Video hochgeladen, warum das so ist, weil ich halt nicht Reverse booste und habe halt eine ziemlich gute KD, und da komme ich halt nur in heftige Lobbys, und ja, ich bin halt, also mein Ziel ist es halt gerade, die DNA-Bombe zu erspielen, und ja. Okay. Ja, weiß auch nicht, was ich darüber so denken soll mit der KD. Matchmaking ist, finde ich, nicht so geil. Ich finde es irgendwie ein bisschen arm, also ja, ist halt zwar schwer, aber dann ist es, wenn man dann eine DNA schafft, kann man auch stolz drauf sein, finde ich. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Ich muss ja leider zugeben, dass ich auch gemacht habe, aber egal. Das soll auch gar nicht das Thema sein. Na gut, dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Ist ja eigentlich auch so die wichtigste Frage. Oder naja, nicht so wichtigste, aber ist auf jeden Fall eine, na, keine Ahnung, ist eine gute Frage. Was wäre denn so dein größtes Ziel, was du auf YouTube erreichen wollen würdest, so? Ja, also irgendeine Abonnentenzahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich will einfach ein paar Abonnenten erstmal haben, die halt aktiv meine Videos gucken, kommentieren, sagen, was ich verbessern kann. Also ich will einfach eine geile Community mir aufbauen, und ja, das ist eigentlich alles. Ich will einfach Spaß an YouTube haben. Okay, gut, ja. Für den Anfang ist das ja immer so das Ziel, auch eine gute Community habe ich eigentlich auch immer noch. Ja. Und ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall auch sehr viel Glück. Hoffe, dass vielleicht auch mal ein paar von meinen Abonnenten bei dir auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich meine, war ja auch jetzt... Wäre nice. Ja. Und bist auf jeden Fall unten verlinkt, und ja, das Gameplay im Hintergrund ist ja auch von dir, und ja, da könnt ihr auf jeden Fall mal bei ihm vorbeischauen. Ist bestimmt ein ganz interessanter Kanal, wird jetzt auch in der nächsten Zeit, denke ich, dann auch ein paar mehr Videos bekommen und so weiter. Jo. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich jetzt schon mal an der Stelle, sag schon mal ciao, und du kannst jetzt nochmal kurz sagen, ja, warum denn die Zuschauer unbedingt dich abonnieren sollten, und dann dich auch verabschieden. Ja, also wenn ihr auf Call of Duty steht, vor allem auf Advanced Warfare jetzt natürlich, und
natürlich auch Commentaries, wie auch zum Beispiel Montana Black, Marcel Scorpion und so es alle machen, dann ist natürlich Freestyle auch bei mir. Und ja, ist immer interessant, was ich so laber, würde ich sagen. Und ja, das war's von mir.